Das russische Unterhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das Propaganda verbietet, die Menschen davon abhalten soll, Kinder zu bekommen. Kriminalisiert wird die Verbreitung von Informationen, die für die sogenannte freiwillige Kinderlosigkeit werben. Es sieht Geldstrafen von bis zu 47.000 Euro vor. И сегодня мы вносим дополнение в принятые ранее законы, где запретили пропаганду педофилии, ЛГБТ, смену пола. Die Befürworter des Gesetzes sagen, dass die öffentlichen Argumente gegen den Kinderwunsch Teil der angeblichen Bemühungen des Westens seien, Russland durch die Förderung des Bevölkerungsrückgangs zu schwächen. Präsident Wladimir Putin und seine Spitzenbeamten haben in den letzten Jahren zunehmend zur Einhaltung sogenannter traditioneller Werte aufgerufen. Russlands Bevölkerung schrumpft. Putin hat Erklärungen abgegeben, in denen er sich für große Familien ausspricht. Im vergangenen Jahr hat er Frauen dazu aufgefordert, bis zu 8 Kinder zu bekommen. Seit dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 hat der Kreml-Chef den Westen wiederholt als satanisch bezeichnet und ihn beschuldigt, Russland durch den Export liberaler Ideologien untergraben zu wollen. Einige Frauenrechtlerinnen reagierten verärgert und erklärten, die Abgeordneten suchten die Ursache für die sinkende Geburtenrate in Russland an der falschen Stelle. Мы очень много лет работаем с женщинами из разных социальных слоев, и отказ осознанный от рождения ребенка в первую очередь вызван материальными и экономическими факторами. Der Gesetzesentwurf bedarf noch zweier Lesungen in der Staatsduma und der Überprüfung durch das Oberhaus. Danach soll er an Putin zur endgültigen Verabschiedung weitergeleitet werden.